Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Subnautica. So, dann fahren wir mit der Motte los, wenn wir sie denn finden. So, und zwar haben wir vor, mit der Motte, das ist mal gut, mit der Motte, ich weiß nicht, wie tief wir kommen, wir probieren das halt einfach einmal. Wir können zu diesem Wrack von Officer Keen hin. Wir können aber auch so versuchen, was wir brauchen ist definitiv, wir brauchen Magnetit. Was ist das? Ach so. So. Das haben wir auch, das können wir auch auf. Oh. Haben wir gar keins mehr gehabt? Super. So, hier auch. Blei. Blei ist okay. So, im Moment geht es ja noch mit Blei. So. So, dann fahren wir in die Richtung mal weiter. Und sehen, was geschieht. Oh, da ist ein Dicker. Da müssen wir ja nicht genau in die Fänge reinfahren. So, da vielleicht jemanden brutzeln. Ich glaube, das haben wir schon. Das ist dieses Wärmeleitgerät. Ja, das haben wir. Tiefenpilz und coole Sachen. Ja, den habe ich jetzt nicht so sehr gebraucht. So, das ist. Ui! Dem wollte ich eigentlich nicht begegnen. Greifst du die Motte an, Junge? So. Ja. Der hat die Motte attackiert. Sowas aber auch. Ich glaube, ein Magnetit haben wir oder so. So. Schauen wir mal. Naja, eins haben wir geholt. Ich glaube, wir zwei wären keine Freunde. Wow. Hat mich der erschreckt. Ist ja nicht zu glauben. So, ich muss irgendwo muss ich die Motte jetzt reparieren. So. Hier. Aber wie mich der erschreckt hat. Junge, Junge. So, ganz toll. So. Schockschwere Not. Da ist er. So, dann werden wir mal einen kleinen Umweg fahren. Ah, fahren wir außen rum. Jetzt ist der Dicke weg, jetzt kommt der Brutzelfisch. Ich sehe den Schatten doch über mir.
hoffe, es kommt jetzt da nicht noch ein Warper oder so. Auch immer der Dicke ist, gerade ist er nicht da. Da unten ist ein Warper, den habe ich gesehen. Das ist eh nicht jenes Let's Play mit dem Hardcore-Modus. Das heißt, theoretisch kann ich ja sterben, aber ich will nicht. Also hier. Die Pflanze baue ich unbedingt. So, Gold ist auch okay. Sicher, an den Wänden, da hängt wirklich viel Magnetit noch. Und da haben wir schon eins. So, greifen, greifen und greifen. So, was nun? Quarz ist da unten noch. So, im Moment sehe ich weder den Dicken noch den Warper. Ein Warper. So, das ist zwar super fürs Quarz, aber so, dann steigen wir mal wieder ein. Oh, Panik. Drüben sehe ich noch Quarz. Leider wieder kein Magnetit. Oder ist ein Dicker und Rubin. Und wieder kein Magnetit. Schade. Schade aber auch. Sehr mysteriös und mystisch und gar fürchterlich. Ja, toll, zwei. Okay. Oh, Brutzelfisch ist auch nicht nice. So, naja, einen haben wir. Oh. Wenigstens noch ein Quarz. So. Au. So, Quarz ist super. Aber eigentlich. Eigentlich dachte ich an was anderes. So. Gut. Aber nicht unergiebig. Nicht unergiebig. So, nochmal Quarz. Stockfinster. Schade, schade, schade. Ein Ei.
Die könnte ich alle verheizen in meinem Bioofen. So, gut. Dann kehren wir zurück. Wir haben 2 Magnetit. Ist ja mal nicht schlecht. So, wenn der Dicke gerade nicht da ist. Quarz. Wobei, ich höre ja den Dicken schon wieder. So, noch mehr Quarz. Wenn mich der jetzt wieder so erschreckt. So. Ja, genau jetzt der Warper. Nee. Gut. Ich würde sagen, jetzt ist echt genug. Es war wirklich erfolgreich. So. Und deswegen können wir jetzt zurückkehren. So. Hallo. Ich hätte gern was zum Schießen jetzt. So. Erfolgreiche Loot-Tour. So, da sehe ich schon die Lichter. Die Lichter der Basis. Oder wäre auch noch ein Ressourcenbommel. Ah, wie es gleich heller wird. Vertrauenswürdig. So. Dann docken wir gleich mal an. Jawohl. Welcome aboard, Captain. Herzlichen Dank. Ja, es war ziemlich gruselig, die Folge. So, was haben wir da drin? So, ja, ein paar Sachen sind ja drin. Was ist mir jetzt? Geht sich trotzdem nicht aus. Naja. So, das Geisterkraut werden wir gleich einsetzen. Und zwar haben wir ja unser Nachtbecken da drüben. Becken, Nachtbecken. So. Oh, wir haben wieder da noch da Platz. Okay. So, ja, dann wir werden sie rausnehmen einfach. Das geht nicht. Okay, dann einen Pilz ernten. Was? Mein Gott. Ja, das ist aber jetzt... Okay, gut. Bist du vorbereitet sein, mein Junge? So. So, Titan haben wir da. Und jetzt haben wir auch schön viel Quarz. Rubin. So, von dem Zeug. Und hier haben wir 3. Endlich wieder Kupfer. So. Ein wenig Blei. Und ein Messer habe ich, ja. So, ein wenig Blei. Wir haben Gold. So. Das Quarz. So. Super. 2 Magnetit. Und jetzt pflanzen wir das ein. Ach, eine schöne Ressourcenrunde. Ein bisschen gruselig, aber sonst total okay. So, Tiefenpilz. Jawohl, komm du mit. So, dafür setzen wir das ein. Super. Ups. So. In den Biokasten. Oh, da haben wir ja wirklich schon viele Tiefenpilze da drin. Okay, gut. So, wir brauchen Tiefenmodul 2. Emaliertes Glas, Plastahl, Plastahl und emailliertes Glas auch noch. Hammer. Hammer alles. So, jetzt bauen wir das Tiefenmodul aus. So, meine liebe Motte, der Herr Doktor ist da. Jetzt gibt es eine Operation. Und zwar Tiefenmodul. So, die 2 Quarz können wir jetzt auch mitnehmen. So.
Tiefmodul. Und schon haben wir. Ha, cool. So, was brauchen wir für das? Blastall und 3 Rubin. Das könnten wir auch gleich machen. Haben wir Blastall noch einen Bahn? Ja. Rubin haben wir ja auch. So. Und dann bauen wir uns nämlich gleich das noch größere Modul. Also größer. So. Tiefenmodul 3. Ole, ole. Gleich einmal einbauen. So. 900 Meter, Motte 1. So, das war's für die aktuelle Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.